Das ist aber eine Hitze. Was soll man nur tun, wenn es so heiß ist? Trotzdem laufen gehen? Und damit herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Wir haben jetzt 4 Tipps für euch, wie ihr diese Hitze übersteht und wie ihr trotzdem weiter trainieren könnt. Viel Spaß! Trinken ist das A und O. Darum musst du vor deiner sportlichen Aktivität die Flüssigkeitsreserven in deinem Körper ordentlich auffüllen. Das geht am einfachsten, wenn du ein bisschen Wasser trinkst oder isotonische Getränke zu dir nimmst, weil diese enthalten die richtige Mischung zwischen Wasser und Mineralstoffen. Auf diese kannst du dann auch während deinen sportlichen Aktivitäten zurückgreifen. Immer ein paar kleine Schlucke und nicht zu viel auf einmal. Wenn du aber unter 60 Minuten laufen gehst, dann brauchst du gar nichts trinken, weil dann schafft es dein Körper auch noch ohne Flüssigkeitszunahme. Wenn du aber dann länger der Hitze ausgesetzt bist, dann solltest du eben auf Flüssigkeiten zurückgreifen. Wenn du zum Beispiel auf deiner Laufstrecke viele Wasserhydranten hast oder so kleine Wasserquellen, dann kannst du zum Beispiel schon dort trinken, hast zwar keine isotonischen Getränke, aber du kannst Flüssigkeit zuführen, damit es deinem Körper ordentlich gut geht und die richtige Leistung rauskommt. Ja, also wichtig ist, auch nach dem Training wieder zu trinken, weil das Training besteht eben vorher mit Trinken und nachher trinken, dann kann nichts schief gehen. Ein Muss, wenn die Sonne runterknallt, ist auf jeden Fall eine Kopfbedeckung. Das kann am Anfang ein leichtes Tuch sein, was piratenmäßig über den Kopf gebunden wird. Aber wir empfehlen hierbei eher auf etwas zurückgreifen, was auch einen Schirm besitzt, weil dadurch wird gleich das Gesicht geschützt. Ein weiteres Muss bei der Hitze und bei der Sonnenausstrahlung ist, eine Sonnenbrille zu tragen, weil so deine Augen vor den schädlichen UV-Strahlen geschützt werden. Einige Hersteller bieten auch Gewand an, was einen UV-Schutz besitzt. So musst du diese Stellen, die bedeckt sind, nicht noch zusätzlich mit einer Sonnencreme einschmieren, weil da sind wir gleich beim nächsten Punkt. Du musst deine Haut vor der Sonne schützen. Am besten du benutzt da Sonnensprays und keine Cremen, weil die Cremen meistens so dick aufgetragen werden und mit dem Spray deine gleichmäßig dünne Fläche ausfüllen kannst. Am besten ist, wenn es dann wasserfest ist, weil dadurch kann der Schweiß das nicht runterlöschen und wenn du länger unterwegs bist, bleibt deine Haut geschützt. Läufst du in der Stadt, solltest du besonders darauf achten, wann du hinausgehst und ein Training absolvierst. Denn du bist besonderen Abgasen ausgesetzt und auch die Ozonbelastung ist gerade im Sommer sehr hoch. Darum solltest du vor 11 Uhr und eben oder nach 18 Uhr dein Training absolvieren. Das ist wichtig, weil nur dann kannst du ordentlich durchpowern und die richtige Leistung absolvieren. Denn wenn du jetzt in der Stadt laufen gehst, dann wirst du merken, gerade um 12 Uhr ist es extrem heiß zum Beispiel und auch am Nachmittag durch die ganze Ozonbelastung wird dein Körper nicht so fit sein. Wenn du trotzdem rausgehen musst, dann hör auf deinen Körper, wenn dein Kreislauf sagt, ich schaffe das heute nicht, dann solltest du vielleicht darauf das Training auslassen. Also die Signale sind wirklich sehr wichtig. Und auch wir können nur empfehlen, eben such dir vielleicht nicht nur Asphaltstrecken mitten in der Stadt, sondern geh raus in die Felder, in den Wald, weil da ist es einfach viel, viel kühler und du entgehst diesen ganzen Belastungen. Aber was tun, wenn der Asphalt jetzt richtig unter deinen Füßen brennt? Dafür gibt es nur eine Devise, nämlich möglichst viel Abstand vom Asphalt zu gewinnen. Spring einfach auf dein Bike oder schnall dir Inlineskater an die Füße und absolvier so deine nächste Trainingseinheit. Der Vorteil an dem ist, durch den Fahrtwind wird dein Körper auch noch abgekühlt und das kommt dann hin wie eine erfrischende Dusche. Aber wenn es wirklich zu warm ist, dann geh einfach ins Schwimmbad, schwimm dort ein paar Längen, so hast du auch eine gute Trainingseinheit und hältst deinen Körper richtig fit im Sommer. Das waren jetzt unsere 4 Tipps fürs Training im Sommer. Nochmal kurz zusammengefasst, viel trinken, Kopfbedeckungen verwenden, auf die Ozonbelastung achten und vielleicht auf Alternativen wie Radfahren oder ins Schwimmbad gehen. Und wenn ihr jetzt diese Tipps alle befolgt, die er nochmal kurz aufgezählt hat, da kann euch nichts mehr schief gehen und ihr werdet den Sommer gut im Training überstehen. Keep on running und viel Spaß!